am Sonntagabend eine Stadtführung bekommen von einem alten Herrn, der Jena anscheinend sehr gut kannte und die herausragenden Eigenschaften von Jena gut erklärt hat. Hat immer erwähnt, die Weltspitze Jena sei. Also haben wir schon viel Lust auf Jena bekommen. Waren sehr neugierig, was uns dann die nächsten Tage erwarten würde. Besonders hat mir eigentlich fast der erste Tag gefallen, also in dem es richtig losging. Als wir das IOF unter anderem besucht haben, die ganzen Fachvorträge gehört haben. Und auch viele Führungen, unter anderem eben auch den Ziehturm für die Glasfasern. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, neben spannenden Fachvorträgen und ja, wirklich Experten mit ihren Spezialthemen haben wir uns Labore anschauen dürfen und wurden halt von den Betreuern und von den Wissenschaften, Doktoranden rumgeführt und haben halt wirklich einen guten Einblick hinter die Fassaden der großen Institute bekommen. Und das war wirklich sehr spannend und interessant zu sehen, wie halt die Wissenschaft halt funktioniert und die Forschung halt wirklich betrieben wird in den Instituten. Insbesondere fand ich die, die Facettendetektoren und auch Projektoren basiert auf Insektenaugen, fand ich besonders toll. Damit kann man bestimmt ganz schöne Sachen machen, tolle Anwendungen. Ja, wir haben einen ganz tollen Einblick in verschiedene Unternehmen finden können. Wir durften die Produktionsstätten besichtigen, wir durften in die Labore rein. Die Unternehmensleiter teilweise sogar haben uns ihre Unternehmen vorgestellt und uns viel erzählt, was für verschiedene Berufsfelder es dort gibt und welche Einstiegsmöglichkeiten man auch besonders als Physiker in dieser Optikbranche hat. Ja, was mir besonders gut gefallen hat, war der Besuch der Jenoptik-Firma. Und da haben wir einen schönen Einblick bekommen, wie halt die Linsen und Spiegel halt poliert werden. Und das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen, wie die Maschinen da arbeiten und das Ganze halt anfertigen. Teleskope gebaut und das gliedert sich auch in zwei Bereiche. Einmal die Simulation der Teleskope und einmal dann die tatsächliche Umsetzung der Bau der Teleskope. Und ja, SEMAX hieß das Programm, wo wir das simuliert haben. Und später haben wir dann ja, aus teilweise relativ einfachen Mitteln, teilweise aber auch wirklich dann den Linsen und ja, schön bereitgestellten Materialien unsere Teleskope gebaut. Jetzt befinden wir uns gerade hier im Jen Tower in Jena, dem High Building überhaupt, im 27. Stockwerk und dürfen jetzt mit unseren Teleskopen die Rundumsicht hier auf Jena genießen. Was wahnsinnig spannend war, allein wegen der Aussicht, die Vermessung der Teleskope von dem Jen Tower oben, das war ja am Anfang noch herrlich, als das Wetter noch schön war etc. Ja, also das größte Highlight, wo ich mich die ganze Woche eigentlich schon drauf freue, ist auf jeden Fall der Besuch bei Zeiss morgen. Das schätze ich ein, das wäre so ein großes Highlight auf jeden Fall, was auf uns zukommt noch. Und ja, ansonsten bisher alles gut gelaufen, war super interessant die Woche bisher und mal gucken, was noch kommt die Tage. I think the meeting with the professionals was pretty incredible. I mean, we had the chance to talk with people that are in the business and that really know what they are doing. It was awesome. Ja, bei mir persönlich ist es ja so, dass ich bereits im Master Physik bin in Aachen und in einem halben Jahr mein Studium beendet haben werde. Das heißt, ich persönlich habe diese Woche ein bisschen nutzen wollen oder genutzt, um so ein bisschen Networking zu machen, also um zu schauen, wo könnte ich vielleicht nach meinem Studium einsteigen. Zuerst mal nehme ich jetzt sehr viele neue Bekanntschaften mit hier raus. Wir haben wahnsinnig viele neue Leute kennenlernen dürfen, wahnsinnige Persönlichkeiten, finde ich auch, einfach aus dem physikalischen Bereich, sehr viel Austausch gehabt. Gleichzeitig nehme ich aber auch sehr viel Info jetzt mit raus, das heißt, wir wurden ja wirklich durch die Unternehmen geführt, wir wurden ja, haben sämtliche Sachen gemacht, haben ja auch die Teleskope gebaut etc. Also man nimmt schon auch ein gewisses Know-how aus dem Photonik-Bereich mit raus. Well, I certainly plan on coming back to Germany. Probably to Jena to study more about photonics, maybe my master or PhD here. That's sure. Wenn man heutzutage optische Technologien betrachtet, dann ist das eine Wachstumsbranche. Es ist eine Schlüsselbranche mit vielen Anwendungsfeldern in der Industrie,
Wenn Sie heute ein Auto fahren, dann wird dieses Auto mit Lasern gebaut. Es werden Bleche geschnitten, es werden Bleche geschweißt durch Anwendung des Lasers und das hocheffizient mit hoher Qualität. Auf der anderen Seite kommuniziert Ihr Auto mit Ihnen über optische Technologien, zum Beispiel über Fahrerassistenzsysteme. Und natürlich brauchen wir das tolle Licht, um auch nachts sicher zu fahren, zum Beispiel durch die Anwendung von LEDs. Und in den höherwertigen Fahrzeugen findet man heutzutage sogar zum Teil Infrarottechnik. Alles optische Technologien, die deutlich machen, dass es eine Schlüsseltechnologie sind und auch verschiedene andere Technologien auch sicherlich in ihren Innovationen vorantreiben.